Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben auch heute wieder eine offene und freie Themenrunde. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, dann könnt ihr das unter dieser Nummer hier, 0800 220 50 50. Das ist wie immer eine kostenfreie Nummer. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, der erste Anrufer ist Peter. Peter ist 43. Hallo Peter. Ja, hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, ich glaube, meine Frau betrügt mich. Du glaubst? Ja, wohl. Ja, sicher bin ich mir nicht. Ich habe nur eine SMS gelesen. Oder? Also der einzige Hinweis bisher ist eine SMS? Ja. Was stand denn in der SMS drin? Darf ich das schon sagen um die Zeit? Ja, klar. Ich liebe dich und ich liebe deinen Schwanz. Bis Montag. So. Diese SMS hat offensichtlich dann sie an einen Mann geschrieben. Ja. Und woher bist du auf die Spur gekommen, auf diese SMS, zu dieser SMS? Ja, da kam erst in eine SMS entgegen. Hm? Und sie war nicht da. Ja. Und also, ich habe gelesen, geht es jetzt? Wie? Ich habe gelesen, geht es jetzt? Also, eins an dem anderen. Du hattest ihr Telefon in der Hand, ihr Mobiltelefon. Nein, das lag da. Das lag da, okay. Dann kam eine SMS, kam an und da stand drin, geht es jetzt? Geht es jetzt. Ja, und dann? Und dann habe ich die gelesen, habe das Telefon beiseite gelegt. Ja. Und vor circa 6 Stunden habe ich dann, lag das Handy wieder da. Hm. Und da habe ich geguckt, ob sie geantwortet hat. Und da stand dann drauf, ich liebe dich, dich und deinen Schwanz bis Montag. Das ist ein Hammer, ne? Weiß nicht, ob das in Ordnung ist. Nee, ich habe nicht gesagt, das ist in Ordnung. Ich habe gesagt, das ist ein Hammer. Ja, ich habe verstanden, ist in Ordnung. Nein, um Gottes Willen. Wie lange bist du mit der Frau zusammen schon? 9 Jahre werden das. 9 Jahre. Bisher alles so ganz gut gelaufen? Nein, ich habe früher viel getrunken, bis vor 3,5 Jahren. Also regelmäßig meine 6 Flaschen Bier am Abend, bis sie mir dann mal die Pistole auf die Brust gesetzt hat, wie man so schön sagt, und sagt, entweder trinken oder Familie. Ja. Und dann habe ich so stumpf aufgehört mit Trinken von einem Tag zum anderen. Familie heißt, ihr habt auch Kinder? Ja. Wie viel? 2 Stück. Wie alt sind die? 6 und 8. Ja. So, und nachdem du dann aufgehört hast, hat es sich da wieder normalisiert oder gar zum Guten richtig gewendet? Ja, doch. Sie ist erstmal ausgezogen und ich habe dann alles getan und gemacht, was ich für richtig hielt. Und dann kam sie zurück? Und dann ist sie zurückgekommen, ja, ein halbes Jahr später. Das Ganze liegt jetzt schon eine ganze Weile zurück und du hattest den Eindruck, dass bis zum Lesen dieser SMS alles in Ordnung gewesen sei bei euch? Nein, nicht unbedingt. Nee, auf keinen Fall. Was war denn noch im Argen? Ja, ich bin ein Verhältnis, wie soll ich sagen, so ein Energiefreak. Ich versuche zu sparen, wo es geht. Und aufgrund dessen, dass ich halt nicht mehr trinke, können wir nicht mehr so feiern. Ne? Sie geht dann halt lieber los und ich sage jetzt wirklich mal, haut sich die Hacke zu. Ne? Und ich sitze zu Hause. Ja. Gab es viel Streitereien? Ja, auf jeden Fall. Ja. Bei uns wird es immer laut, regelmäßig. Sehr laut und heftig? Ja. Fliegen die Fetzen? Ja. Wird geschlagen? Nein. Aber die Blumenvase fliegt schon mal an die Wand? Nein, auch nicht. Das ist nur verbal. Verbal. Mhm. Nur verbal. Sex? Gibt's Sex zwischen euch noch? Ja, seit den letzten 4 Wochen nicht mehr. Na gut, okay. Das ist ja nicht so lang. Nee. Wenn aber du... Sonst,
Ansonsten gab es den noch, aber halt auch nicht immer so, wie sie vielleicht wollte. Achso, das heißt, du warst nicht so sehr scharf mehr auf sie? Ja, doch. Doch, das schon. Aber ich bin vielleicht dann etwas zu früh immer gewesen oder was weiß ich. Wie zu früh gewesen? Zu früh gekommen oder was? Ja, genau. Achso. Genau. Und hast du die Arme da liegen lassen? Nicht unbedingt, nein, das habe ich nicht getan. So wollte ich es nicht. Aber wenn sie was getrunken hat, wird sie von ihrem Wesen her ganz offen. Ja. Ne? Dann sagt sie mir ihre Wünsche zum Beispiel. Ne? Ja. Sie hätte gern mal Sex mit zwei Männern oder sie hätte gern mal Analsex oder was weiß ich. Ja. Ne? Also nicht was weiß ich, sondern ne? Diese Wünsche kommen dann. Mhm. Und wenn man dann mal auf dieses Thema eingeht, dann ja, ist nicht, ne? Achso, wenn sie dann wieder nüchtern ist, dann will sie das nicht mehr. Genau. Liebst du sie noch? Was? Liebst du sie noch? Ja, natürlich. Wann hast du diese SMS entdeckt? Heute. Ach, heute. Heute erst. Heute. Offensichtlich gibt es da ein Verhältnis, was sie hat mit einem Typ, und du hast nichts, gar nichts geahnt. Keine Anzeichen. Also ich weiß eins. Als ich auf Montage war, hatte sie ein Verhältnis mit unserem Nachbar. Ach so. Das weiß ich, weil das ist mal ganz laut zum Vorwurf gekommen. Wie lange liegt denn das zurück? 3 Jahre, circa 2 Jahre. Ist dieses Verhältnis beendet worden? Ja. Offiziell? Ja, weil der Partner wohnt im selben Haus und ist selber wieder liiert. Und von da an gab es nämlich Streit mit ihm. Ach so. Und dann hat sie mir letztens, als sie mal betrunken kam oder betrunken war, hat sie mir erzählt, dass ein Bekannter von mir halt die Nummer von einer kleiner hat wie ich. Die Nummer von was? Die von zwischen unseren Beinen läuft. Diese Nummer ist kleiner wie bei mir. Ja, und woher soll man das wissen, wenn man da nicht dran gewesen ist? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig im Gesamtzusammenhang der Geschichte. Ich meine, du musst ja natürlich... Ja, bitte? Ich weiß ja nicht, was... ich möchte eigentlich von dir nur wissen, was soll ich tun, wie soll ich mich verhalten? Verstehe. Du musst dir natürlich den Vorwurf gefallen lassen, was hast du in meinem Handy zu suchen? Ja, klar. Ist klar, ne? Ist klar. So. Dann wirst du irgendwas antworten und dann wirst du erzählen, was du gelesen hast. Ja. Und dann? Dann müsst ihr reden. Also, ich finde, dass du das nicht überschweigen kannst, das Ganze. Ich finde, das muss jetzt raus. Du musst raus mit dem Geständnis, dass du an das Ding gegangen bist. In der Hoffnung, dich dafür auch zu entschuldigen, denn das ist nun mal eine Intimsphäre, die da gehört auch nicht die Hände des Partners ran. So, und dann musst du sie fragen, was da los ist. Ja, aber da ist mir ja nicht geholfen. Ja, aber du wirst ja schon mal erfahren, die wird dir doch irgendetwas sagen, das ist so interessant, wie sie sich dann äußert und rechtfertigt. Ja, und wenn sie sagt, du kannst mich mal, dann stehe ich da. Ja, dann stehst du da. Und wenn du nichts sagst, stehst du auch da. Ja, super. Ja, was wäre denn? Spielen wir das doch mal durch, wenn die sagen würde, du kannst mich mal. Nein, pass mal auf. Ich weiß ja, von wem die Nummer kommt. Ach, du weißt, von wem die Nummer kommt. Ich kenne die Nummer. Und du kennst, aber du kennst nicht den Menschen, der dahinter steckt. Noch nicht. Ja, und? Was heißt das? Ja, was ist, wenn der gute Mann auch verheiratet ist und auch eine Familie kaputt geht? Warum sollen denn zwei Familien kaputt gehen? Wieso geht die Familie kaputt, wenn du mit deiner Frau offen darüber redest? Verstehe ich nicht. Weil die Affäre wahrscheinlich nicht aufhören wird, wenn ich sie zur Rede stelle. Ja, aber was unterhalten wir beide uns jetzt? Wir stochern doch komplett im Nebel. Nein, ich will wissen, wie ich mich verhalten soll von dir. Außer die zur Rede zu stellen. Ich kann doch genauso gut, wenn er bereit ist, seine Frau darüber aufklären, dass er eine Affäre hat. Oder meinst du, er muss seine Frau auch unglücklich machen?
Ich rede jetzt gar nicht über sein, über diese Person und die dubiose Familie, die dahinter steckt oder auch nicht dahinter steckt. Es geht doch um dich und deine Frau. Ja. So, und es geht darum, wie du es gerade auch formuliert hast, was soll ich tun, was soll ich machen? Ja. Hast ja nur zwei Möglichkeiten, entweder hältst den Mund und lässt alles so weiterlaufen und machst dir den Kopf dabei, verständlicherweise, oder du legst die Karten auf den Tisch und dann werden die Karten neu gemischt. Ja, ich sehe das irgendwo anders. Nee, ich verstehe dich, was du mir sagen willst. Selbst wenn sie sagt, du kannst mich mal. Ja, aber dann ist das doch auch eine Aussage. Was sagt das denn über die Qualität eurer Beziehung aus, wenn eine Frau zu ihrem Mann sagt, du kannst mich mal, nachdem der Mann rausgekriegt hat, dass sie offensichtlich einen anderen Kerl hat? Dann ist aber auch gar nichts mehr gebacken. Ja, da hast du recht. Es kann aber auch sein, dass die dir vielleicht ein Geständnis macht und sagt, okay, das ist eine einmalige Sache und du kannst es ihr auch glauben, vielleicht löst sich die ganze Sache ja sogar auf. Aber indem du nichts tust, machst du alles falsch, finde ich. Ja, ich will doch was tun. Ja, aber darüber reden wir ja, was du tun könntest. Ich will ja was tun. Was? Ich möchte wissen, wer das ist. Und ich möchte wissen, ob er auch verheiratet ist. Und ob deine Frau genauso dumm zu Hause sitzt wie ich jetzt. Ja, aber ist das nicht erstmal relativ nebensächlich, wer dahinter steckt? Warum willst du das unbedingt wissen? Warum Peter! Ich kann nicht dir sagen, ja. Nein. Ich kann dir sagen, warum ich das wissen will. Ja. Weil meine Frau, sobald die was getrunken hat, sich jeden Pünktchen, ne, annähert. Mhm. So. Und weil der vielleicht auch eine Familie hat. Ja. Und beim nächsten Mal, wenn sie irgendwo wieder in der Kneipe sitzt, total besoffen nach Hause kommt, auf Toilette sitzt und kotzt. Ja. Ne? Sich wieder einen reingezogen hat und vielleicht irgendwelche Scheiß gemacht hat. Ja, und dann? Ja, warum soll ich denn nicht... Hör mal, da geht vielleicht, weil die sowas macht, geht vielleicht eine andere Familie kaputt, selbst wenn unsere kaputt ist. Ja, und was soll daraus folgen jetzt, wenn du diesen Gedanken denkst? Was folgt daraus, den Mund zu halten? Ja, ich möchte dem Typ gegenübertreten oder seiner Frau. Und möchte ihm das sagen, dass er gerade eine Familie kaputt gemacht hat, dass ich darum gekämpft habe. Ach, weißt du, Peter, der Kerl ist, glaube ich, Kerl genug, um zu wissen, was er tut. Da musst du dem nicht sagen, dass er vielleicht seine Familie kaputt macht und wir wissen auch überhaupt gar nicht, ob da eine Familie ist. Kümmer du dich mal um deine eigene Familie und nicht um die Familie eines anderen Mannes. Der weiß selbst, was er tut. Das ist ein erwachsener Mensch und der ist der Herr seiner Sinne. Kehr in deinem eigenen Haus erstmal. Ich habe sowieso den Eindruck, dass eure Ehe nur alles andere als in Ordnung ist, so wie du das alles schilderst und wie du auch über deine Frau sprichst. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass die in Ordnung ist, oder? Ja, aber dann wäre vielleicht jetzt auch mal der Zeitpunkt, mal richtig grundsätzlich nachzudenken, ist das überhaupt alles noch in Ordnung, was wir hier machen? Oder wäre irgendwann vielleicht so eine Trennung ehrlicher und sauberer für uns alle? Ja. Ne? Und wer muss drunter leiden? Wer muss drunter leiden? Jetzt kommst du mit der Geschichte mit den Kindern. Ja. Ja, das ist immer die übliche Ausrede, wenn Paare nicht konsequent sein wollen. Glaubst du denn, den Kindern geht es besser, wenn sie bei unglücklichen Eltern sind, die sich anschreien, wo die Mutter besoffen ist oder so etwas? Das ist besser? Ich glaube, Kindern geht es besser, wenn klare Verhältnisse herrschen. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, dieser Gesichtspunkt. Ja. So. Ja, jetzt hast du mir doch einen vernünftigen Rat gegeben. Sprich sie an. Red mit ihr. Du hast mir jetzt einen vernünftigen Rat gegeben. Ich hoffe. Es ist meine Meinung. Du musst es ja für dich entscheiden, ob du es so umsetzen willst. Aber du hast mich ja nach meiner Meinung gefragt und jetzt habe ich sie dir gesagt. Ja. So, mein Lieber. Ja, alles klar. Ich wünsche viel Glück. Ja, okay. Du wirst es brauchen. Schönen Abend. Dankeschön. Okay. Tschüss, Peter. Ja, tschüss. 0800 220 5050. Unsere Nummer ist das hier, unsere kostenfreie Nummer. Verbunden bin ich mit Jens. Jens ist 34. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Jens. Schönen guten Morgen. Grüß dich. Bist du das jetzt, Domian? Ja? Ich bin's leibhaftig, ja. Ja, okay. Um was geht's bei dir? Hat sich jetzt ein bisschen anders angehört. Also zu meinem Vorredner möchte ich nur mal sagen,
Der wusste jetzt gar nicht selber, was er richtig wollte, aber du hast ihm wirklich schon den richtigen Tipp gegeben. Also was anderes hätte ich ihm auch nicht mit auf den Weg geben können. Okay, wenn du es auch so siehst, ist das sicher auch ganz gut. So, jetzt zu dir. Ja, wir haben vor 2,5 oder 3 Jahren haben wir schon mal die Ehre gehabt und habe ich dich damit belästigt, nicht dass belästigt. Ich mir meinen Hintern zunähen lassen wollte. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst oder... Ja, ich erinnere mich natürlich auch an diese Formulierung. Das ja. Hast du damals auch irgendwie so gesagt. Soll ich mir meinen Hintern zunähen lassen? Ja, genau. Ich habe nur eine grobe Erinnerung, dass es sich um eine schwere Enddarmerkrankung gehandelt hat. Ja, das sind die gewissen Fisteln. Die habe ich auch heute noch. Fisteln? Und ich habe es halt damals nicht machen lassen, aus dem einfachen Grund, weil ich keinen direkten Arzt gefunden habe. Erzähl doch nochmal ein paar... Erzähl noch mal ein paar grundsätzliche Sachen zu der Erkrankung, Jens. Es liegt ja doch schon eine ganze Weile zurück. Du hast Fisteln in oder am Enddarm? Die Fisteln habe ich direkt am Hintern. Das sind Fisteln sind sozusagen Verbindungen, also Röhren, also so eine Röhrenverbindung vom Enddarm zur Hautoberfläche und die sind halt am After ringsrum und auch durch den Schließmuskel und so weiter und so fort. Das heißt, die treten nach außen. Die sind nicht nur innerhalb des Darms, sondern die treten außerhalb des Schließmuskels nach außen vor. Ja, und die sind auch sehr am Sissen, sag ich mal so. Denn die bilden Sekrete und die Sekrete kommen dann halt raus. Und ich habe dann halt, wie ich damals schon zu dir sagte, habe ich auch schon Einlagen tragen müssen. Ist das so ein eitriges Sekret? Ja, sicher. Mhm. Eiter und Blut, also das kommt immer drauf an. Wenn die Fisteln, kommt ja auch mal vor, dass die zuwachsen und so. Wenn die zu sind, dann wird es sehr schmerzhaft, weil dann bilden sich Abszesse und dann kann man nur hoffen, entweder gehen sie von selber auf oder man macht sie selber auf. Mhm. Das heißt, du hast permanent im Enddarmbereich, im Afterbereich Schmerzen. Ja, und momentan ist es halt so. Lass mich mal fragen, wie ist das denn, wenn du Stuhlgang hast? Das muss doch die Hölle für dich sein, oder? Das ist durch meinen Morbus Crohn, den ich habe, habe ich dünnen Stuhlgang. Ja. Das ist eigentlich weniger. Aha. Also die Schmerzen, die sind auch nur da, wenn die Fisseln sie verschlossen haben. Oder wie jetzt gerade im Moment. Wenn sich innere Abszesse bilden. Mhm. Äußere Abszesse, kann man ja selber aufmachen. Habe ich auch schon gemacht. Wie macht man die auf? Wie macht man die in der Region selbst auf? Da kannst du doch mit der Nadel nicht rangehen. Nee, da nehme ich... das ist vielleicht für die Zuhörer jetzt ein bisschen zu ekelhaft. Also ich habe das so gemacht. Ich habe mir eine Apotheke in Skalpell geholt und... Mhm. Ehrlich? Und so hast du es selbst dann aufgeschnitten? Ja. Boah, das ist aber heftig. Also, ja, das ist heftig insofern. Ganz kurzer, ich will ganz kurzer, Stich, aber dann danach sind alle Schmerzen weg. Mhm. Jetzt muss ich eins mal eben klarstellen, nochmal fragen. Du hast gesagt Morbus Crohn. Morbus Crohn ist eine sehr schlimme chronische Darmerkrankung. Ja. Sind diese Fisteln, von denen du sprichst, und diese ganzen Enddarmgeschichten, ist das eine Folgeerscheinung von der Morbus Crohn-Erkrankung? Das ist eine Begleiterkrankung. Eine Begleiterscheinung. Eine Begleiterkrankung. Ja. Mhm. Da gibt es noch viele andere Begleiterkrankungen zum Morbus Crohn, aber das ist jetzt sozusagen die Begleiterkrankung, die ich habe. Es gibt auch noch mit Gelenkbeschwerden, aber das ist eigentlich Nebensache. Du bist ja ein junger Kerl von 34 Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass der gesamte Bereich der Sexualität für dich tabu ist, weil es nicht funktioniert oder weil du dich schämst. Stimmt das? Es hat eigentlich ganz gut funktioniert, nur momentan funktioniert das nicht, weil die Fisteln, die haben Verwachsungen auch. Ich habe die Vermutung gehabt, dass sie jetzt auch in den Hodensack gegangen sind. Mhm. Und ich war jetzt aber vorgestern, war ich beim Urologen, der hat Ultraschall gemacht und er meint, im Hodensack ist noch nichts drin, aber kurz davor sind schon die Gewebeveränderungen, auch keine Sekreteinlagerung. Das heißt, inwendig sind die gewachsen? Ja, die wachsen überall. Also die wachsen nicht von außen. Afterbereich. Bitte? Die wachsen im ganzen Afterbereich. Ja. Du hattest, ich glaube, das war am Anfang dieses Jahres, hattest du auch mal
jemanden, der eine Fistel hatte, der hatte die im Steißbereich und der hatte bei dir angerufen. Stimmt, ja. Der hatte dann so eine apfelgroße Öffnung und das wird jetzt demnächst bei mir auch gemacht. Also am Mittwoch gehe ich ins Krankenhaus erstmal zur ambulanten Untersuchung und dann eventuell hoffe ich zumindest, weil ich warte ja schon 3 Jahre drauf, dass ich einen Arzt endlich finde, der mir die Operation so macht, dass der komplette Enddarm entfernt wird, der Anus entfernt wird sozusagen. Dass du dann einen künstlichen Ausgang bekommst. Ja. Du sagst das so, dass ich endlich einen Arzt finde. Ist das schwer, dafür einen Arzt zu finden? Es ist in dem Sinne schwer, einen Spezialisten zu finden. Das wundert mich. Es gibt auch so viele Chirurgen, die auch gerade auf den Darmbereich spezialisiert sind. Ja, es gibt aber auch viele, die das haben machen lassen und haben dann jahrelang noch Probleme damit gehabt, die zum Beispiel wirklich 1,5 bis 2 Jahre offene Wunden hatten. Also. Und ich sag mal so. Aber gibt es da nicht auch über das Internet Foren, wo du dich schlau machen kannst, wo. Ja, da bin ich ja, unterwegs. Wo es sicher dann auch gute Tipps gibt, wo nur wirklich eine Kapazität ist, die das richtig gut hinkriegt? Ja, die habe ich ja gesucht, aber da haben mich allerdings auch einige Ärzte abgelehnt. Aus dem einfachen Grund, erste Grund war, die wollten mich konventionell operieren, so wie du mir das auch damals vorgeschlagen hattest. Also konventionell operieren heißt nur die Fisteln operieren und den Schließmuskel allerdings erhalten. Mhm. Da kommt aber dann dazu, dass man das eventuell alle 2 Jahre hat. Und das ist dann auch nicht so schön. Ja, Moment mal. Sorry. Aber ich lege mich doch lieber alle 2 Jahre mal und das Messer und lass mir die Fisteln wegmachen und habe noch meinen natürlichen Darmausgang, als denn die andere Variante, oder? Nee, also ich muss ehrlich sagen, weil das mit den Fisteln ist ja so, man trägt ständig Einlagen. Mhm. Also ich habe mich auch gestern zum Beispiel geschämt, als ich bei dem Urologen war, habe ich mich echt geschämt, weil ich da jetzt eine dicke, vollgesiffte Einlage hatte. Obwohl ich die kurz bevor ich hingegangen bin, gewechselt hatte. Das heißt, du bist es leid, du bist mürbe. Ja, auf jeden Fall. Und das, was für viele Menschen so ein Schreckgespenst ist, einen künstlichen Darmausgang, wäre für dich eine Erlösung? Nicht eine Erlösung, das wäre für mich eine Verbesserung der Lebensqualität. Eine Verbesserung der Lebensqualität? Ja. Hast du eigentlich eine Frau oder eine Freundin zurzeit? Nein. Nee, lebst alleine. Kannst du aufgrund oder mit dieser Erkrankung einem Beruf nachgehen? Ich bin aufgrund dieser Erkrankung berufsunfähig. Ich habe ein Berufsverbot von vom Amtsarzt. Ich habe vorher Beruf gehabt, und habe auch in dem Beruf gearbeitet. Zwar jetzt nicht direkt in dieser Berufsgruppe. Was war das für ein Beruf? Ich bin gelernter Industriemechaniker, habe aber in der Gießerei zuletzt gearbeitet. Und da gibt es ein Berufsverbot vom Amtsarzt. Warum? Das Berufsverbot hat sich darauf bezogen, dass ich darf keine schweren Tätigkeiten mehr machen, keine psychisch belastenden Tätigkeiten mehr machen, aufgrund des Morbus Crohn, weil Stress zum Beispiel ein Auslösefaktor sein kann für den Crohn. Keine Schichtarbeiten mehr und gar nichts mehr. Und also da finde ich hier in der Gegend gar nichts mehr. Und also das war für mich wie so eine Art Berufsverbot. Also in dem Beruf finde ich gar nichts mehr. Jens, wenn du diesen Eingriff jetzt vornehmen lassen solltest, das heißt ja nicht, dass der Morbus Crohn geheilt ist. Nein, der Morbus Crohn, der wird nicht geheilt. Der wird nie geheilt. Das heißt, es geht jetzt ausschließlich um diese schwere Belastung durch die Fisteln. Hast du dir denn schon mal ambulant oder durch einen kleinen chirurgischen Eingriff diese Fisteln wegmachen lassen? Nein, habe ich noch nicht. Warum nicht? Ich war 2002 war ich im Krankenhaus und die haben gemeint, die müssten mich mit Medikamenten behandeln. Mhm. Hat auch ganz gut geklappt bis 2004 ungefähr. Mhm. Hat es ganz gut geklappt. Allerdings Scheißzeug, Cortison und dann jeden Tag ein Einlauf. Mhm. Also die Medikamente in den Hintern sozusagen rein. Mhm.
Und ja, dann noch haufenweise weitere Medikamente. Okay, irgendwann war ich medikamentenabhängig vom Cortison. Ja, das ist natürlich auch nicht die Lösung. Aber es wurde kein chirurgischer Eingriff vorgenommen. Nein, noch nicht. Warum eigentlich nicht? Einmal könntest du es doch mal versuchen. Ja, das hätten sie vielleicht 2002 machen können. Da bin ich ja auch eigentlich erst in die Chirurgie eingewiesen worden. Mhm. Die haben mich dann aber von der Chirurgie in die Innere erstmal verwiesen, weil die dann wissen wollten, woran das liegt. Und da wurde dann auch der Morbus Crohn manifestiert. Und die Operation, wenn sie sie damals gemacht hätten, okay, dann hätte ich vielleicht jetzt sind jetzt schon 6 Jahre her, dann hätte ich vielleicht schon wieder 2 oder 3 Mal unter dem Messer gelegen. Also, du bist jetzt entschlossen, dir einen künstlichen Darmausgang legen zu lassen. Das ist für dich jetzt eine entschiedene Sache. Für mich ist das schon vor 3 Jahren eine entschiedene Sache. Und du bist jetzt noch immer auf der Suche nach einem Chirurgen, der dir das macht. Ja, ich habe jetzt einen Chirurgen. Am Mittwoch gehe ich ins Krankenhaus, gehe ich zu dem zur Untersuchung und der wird dann entscheiden, ob er das konventionell macht oder dann so, also mit der ganzen, das nennt sich Rektumresektion. Was heißt konventionell macht? Ja, konventionell heißt, es gibt eine Möglichkeit, die Fisteln auszuschaben. Mhm. Oder auch eine Drainage zu legen. Also der entscheidet, ob er den künstlichen Ausgang legt oder ob er ihn nicht legt. Also der wird auf jeden Fall erstmal gemacht. Bei der Operation wird er auf jeden Fall erstmal gemacht. Achso. Allerdings, ob es endständig ist, das entscheidet sich dann später. Also man kann den auch später noch zurückverlegen. Also, Jens, dann wünsche ich dir wirklich, dass das keine dauerhafte Lösung ist, sondern dass man dir wirklich helfen kann und dass hinterher das wieder zurückverlegt wird und du normal leben kannst. Das wäre das Allerschönste und dass das natürlich dann nicht wieder passiert. Ah, ich muss aber jetzt auch dazu sagen, wie gesagt, also wenn das jetzt nicht so gemacht wird mit dem Enddarm und so, das wächst immer wieder nach. Also wie gesagt, du hast ja selber schon gesagt, der Crohn ist nicht behandelt, nicht geheilt damit und das wächst immer wieder nach. Verstehe. Wenn ich jetzt aber das machen lasse, dann habe ich mit den Fisteln habe ich wenigstens Ruhe. Also ich merke schon, dass du gar nicht darauf erpicht bist, dass das irgendwann wieder zurückgelegt wird, aber du bist jetzt bei einem Chirurgen, bei einem Fachmann und der wird dich da hoffentlich dann schon sehr richtig und sehr gut beraten. Lieber Jens. Beraten bin ich ja auch sehr gut, zum Beispiel in einem Forum im Internet, ein Stoma-Forum, also ich habe wirklich keine Angst davor. Ja. Ich habe mir von Herstellern, habe mir Proben schicken lassen, habe die auch schon Proben getragen. Du bist rundherum informiert. Ja. So, also ich wünsche dir für den Aufenthalt im Krankenhaus von Herzen alles Gute und dass das so verläuft, dass es für dich gut ist und dass du dich gut fühlst danach und wohlfühlst. Ja, und dass ich danach vielleicht ein bisschen, vielleicht auch wieder Arbeit finde. Also genau, natürlich, dass du wieder, sowieso bekommst. Dass du in ein normales Leben wiederkommst, ja. Ja. So, lieber Jens, alles Gute wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Toi, toi, toi. Ciao. Sandra ist hier. Sandra ist 39. Guten Morgen. Ja. Hallo, Sandra. Ja, hallo. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts. Gleich vorbei. Ja. Sandra, um was geht's? Um meine krankhafte Eifersucht, die ich meinem Verlobten gegenüber ans Tageslicht lege. Wie lange bist du denn mit ihm schon verlobt? Seit einem halben Jahr. Wir sind jetzt, also wir kennen uns 14 Jahre. 14 Jahre schon? Und wir sind aber zusammen erst seit einem Jahr. Aha. Ne? Ja, und seit einem halben Jahr verlobt. Ja. Und es soll irgendwann auch eine Hochzeit geben. Ja, soll es. Darauf läuft ich alles Ich habe halt Angst, dass ich durch meine Eifersucht das alles kaputt mache. Und das möchte ich halt verhindern. Und deswegen suche ich Hilfe bei dir. Jetzt erzähl mir mal ein bisschen, wie eifersüchtig du bist. Ja, das fängt zum Beispiel so weit an, dass wenn wir, also ich muss dazu sagen, ich wohne zwischen Kassel und Göttingen und er wohnt in Hamburg, St. Pauli. Mhm. Und wenn er von Altona fährt, dann muss er gezwungenermaßen Reeperbahn aussteigen und die Treppe da hochgehen und da stehen die Damen dann auch schon da. Ja. Und da könnte ich schon wahnsinnig werden, obwohl ich weiß, er würde dann hingehen. War er schon mal bei Prostituierten früher? Ja, das ist aber aus Neugierde gewesen, hat er gesagt. Das ist aber schon ganz viele Jahre her, da kannten wir uns noch gar nicht. Also mal so ein Ausprobierer war das? Ja, genau, ja.
So, du kannst es nicht leiden, wenn er an den an den Huren vorbeigeht. Genau. Weitere Beispiele. Wenn wir uns zum Beispiel einen Bericht zusammen mal im Fernsehen angucken, die über die Reeperbahn ist, dann schaltet er meistens schon um, weil er genau weiß, dass ich eifersüchtig reagiere, wenn da mal eine Frau oben ohne auftaucht. Ne? Geht es denn nur um die Reeperbahn oder gibt es auch noch andere Beispiele? Gibt auch andere Beispiele. Wenn wir zum Beispiel, wir telefonieren abends immer sehr lange, dann kommt ja ab 12:30 kommen ja dann immer diese Hotlines, die da, wo dann auch nackte Frauen zu sehen sind. Sowas gucke ich nie. das wenn in der Werbung. Und dann, da bin ich auch schon eifersüchtig. Oder wenn eine Frau an uns vorbeigeht und er guckt da mal, dann bin ich auch schon eifersüchtig. Also alles, was andere Frauen angeht, bin ich eifersüchtig. Guckst du denn auch schon mal, wenn ein netter Typ vorbeigeht? Nein. Nein? Nein. Nein. Sandra guckt immer auf den Boden. Nein, ich gucke nicht auf den Boden. Aber guck nie mal einen netten Mann an. Aber ich gucke nicht hinterher. Ja. Ja, das machen Männer nun mal so. Das ist ja auch nicht schlimm. Gab es denn schon mal in dieser, ist ja noch eine kurze Zeit eures Zusammenseins, gab es da mal einen Vorfall, wo du begründet eifersüchtig hättest sein können? Das hat angefangen, da waren wir erst ein paar Monate zusammen. Er hatte mal, ich muss dazu sagen, bevor er mir geschrieben hatte wieder, wir hatten uns ein paar Jahre aus den Augen verloren gehabt, weil er eine Freundin hatte, ich war verheiratet. Und dann hatte er mir geschrieben wieder und da hatte er, bevor er mir geschrieben hat, in so einem SMS-Chat hat er eine Partnerin gesucht gehabt. Und hatte das vergessen zu kündigen und hatte mir das aber nicht gesagt, weil er das nicht für wichtig gehalten hat. Das glaube ich ihm mittlerweile. Und da ist er bei mir gewesen und da kam abends um 11 rum, kam da mal eine SMS von einer Frau. Und da habe ich gefragt, ach, was war das denn? Da hat er gesagt, ach, das war nur Werbung. Und das habe ich ihm aber nicht geglaubt, wegen der Uhrzeit. Und dann hat er mir dann von der Geschichte erzählt. Und seitdem ist es bei mir aus gewesen. Aber nochmal festzuhalten, diese Geschichte lag ja noch vor eurer Zeit. Genau, ne? Bevor und er hat das vergessen, irgendwie abzumelden, weiß ich was. Genau. Und dann, aber das war es dann auch. Sonst ist nichts vorgefallen. Das war es bei mir auch, ja. Also das war ja Schnullibulli. Das war es, genau. So, Sandra. Was machen wir denn jetzt? Du bist ja auf dem besten Wege, deine relativ neue und junge und frische Liebe kaputt zu trampeln. Ja, genau. Und das möchte ich verhindern. Liebst du den sehr? Ich liebe ihn sehr, ja. Toller Typ? Mann kann mir nicht passieren. Ja. Wie alt ist er? Er wird jetzt 46 im Oktober. Ja. Wie geht der denn mit deiner Eifersucht um? Ja, er bleibt eigentlich sehr ruhig und gelassen. Versucht mir immer wieder zu zeigen, dass er mich sehr liebt. Auch mit mal, ich muss dazu sagen, ich bin sehr übergewichtig, damit komme ich nicht zurecht. Und er zeigt mir immer wieder, dass er mich liebt und er unterstützt mich, wo er nur kann. Und er hat jetzt auch nur mal gesagt, also es dauert sehr lange, bis er aus der Haut fährt. Aber jetzt neulich hatten wir uns leicht in der Wolle gehabt am Telefon, wo er dann auch gesagt hat, also dass das wirklich schon krankhaft ist und dass ihn das jetzt auch mittlerweile nervt. Ne? Du bist übergewichtig, sagst du? Ja, ich habe eine Essstörung. Wie viel wiegst du? Ich wiege ungefähr 135 Kilo und habe jetzt 13 Kilo abgenommen. Größe? 1,61. Ja, musst du ran, ne? Da muss ich ran, da bin ich auch gerade dabei. Die Eifersucht resultiert natürlich auch daraus, ne? Dass du Komplexe hast und denkst, alle jungen, schlanken, vor allen Dingen schlanken Frauen, die findet er scharf. Genau, so sieht's aus. Aber bisher hat er definitiv zu dir gestanden und hat dich auch so akzeptiert und angenommen, wie du bisher bist. Ja, auf jeden Fall. 100 pro? 100 pro, ja. Mhm. Sandra, dann kann ich dir nur sagen, dass du brauchst im doppelten Sinne Disziplin. Mhm. Du brauchst einmal Disziplin, damit du abspeckst. Ja. Wie viel hast du schon geschafft? 13 Kilo. Naja, immerhin. 13 Kilo ist 13 Kilo. Die runter zu haben, ist schon ein Erfolg. In welcher Zeit? Von Februar an. Okay. 13 Kilo, so. Du brauchst auf dieser Ebene ist Disziplin, dass du einfach weniger isst oder bedachter isst. Und das muss ich dir nicht erzählen, wie du das machst. So. Mhm. Und die andere Disziplin ist, dass du verdammt nochmal dich zurückpfeifst. Mhm. Dass du dich zurückpfeifst. Ja. Wenn du diese Gefühle hast, in diesen Gefühlen kann man sich ergehen und sich treiben lassen. Und man kann auch sich wirklich am Schlawittchen nehmen innerlich und sagen, nee, Schluss.
das tut mir zwar im Moment noch alles weh und ich bin auch eifersüchtig, aber ich schluck's runter und ich sag dem das nicht. Ja. Das musst du machen, sonst machst du dir so viel kaputt und hinterher stehst du sturzunglücklich da und denkst, was war ich, eine blöde Ziege. Das stimmt. Wenn du einen tollen Typ gefunden hast, der dich so nimmt, dann kann der 10-mal über die Reeperbahn gehen. Du lieber Himmel, lass er doch gucken. Und zu dem Gucken nochmal was. Ich finde das völlig legitim, auch wenn man in einer Beziehung ist, dass man mal auf der Straße, im Schwimmbad, am Strand auch anderen nachguckt. Du lieber Gott, das ist doch normal. Ja. Solange der loyal zu dir steht, kann der mit seinen Augen machen, was er will. Kann er gucken und auch ein bisschen flirten oder so. Alles drissial. Der muss nur zu dir stehen und zu dir ehrlich sein. Alles andere, diese Freiheit musst du ihm geben. Ja. Und das ist für ihn auch ein großes Kompliment, wenn du ihm diese Freiheit gibst. So, zeigen, dass ich ihm vertraue, ne? Genau. So engst du ihn ja immer mehr, schnürst du ihn ja immer mehr ein und jeder Mensch, ich sag's dir, Sandra, jeder Mensch hat irgendwann die Schnauze voll. Ja. Irgendwann, wenn du den Menschen noch so liebst, den anderen, irgendwann platzt dir der Kragen und sagst, verdammt nochmal, lass mich in Ruhe. Ja, das möchte ich nicht. Das möchtest du nicht. Dann werde ich mich wohl zusammenreißen. Ja, und. Verlieren möchte ich ihn auf gar keinen Fall. Ja. Ja. Und wenn im Fernsehen wir ja gemeinsam Fernsehen guckt und da kommt mal gerade so eine Sendung, dann guckst du das zusammen mit ihm an. Du kannst ja mit ihm auch noch über die Frau reden. Gute Figur und so. Also, da musst du jetzt mit eiserner Hand in dir regieren. Okay. Auch wenn es schwer fällt. Aber sehr schwer fallen. Ja, aber so ist es nun mal. Das Abspecken fällt auch schwer. Das stimmt, ja. Und wenn du weiterhin das so gut durchziehst, was ist dein Wunschgewicht? Wo möchtest du hin? Ich habe mal vor 14 Jahren 65 Kilo gewogen und da wäre ich auch gerne wieder. Naja, das ist jetzt das ganz große Ziel, ne? Ja, nee, ich mache das immer in 5er-Schritten. Ich sage mir immer wieder 5 Kilo und dann nochmal 5 Kilo. Genau. So mache ich das. So, und das ist ein guter Ansatzpunkt. Und ich wünsche in beiden Disziplinenrichtungen sehr, sehr viel Erfolg, Sandra. Dankeschön. Alles Liebe, alles Gute euch beiden. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Volker, 48, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Volker. Was ist dein Thema? Ja, bei mir geht es darum, wir hatten schon mal miteinander geredet. War am 14. Juni. In diesem Jahr? Ja, in diesem Jahr. Da ging es darum, wie es nun, ob ich es richtig mache, dass ich meinen Kindern die Sache mit der Erkrankung, die ich habe, und dass ich auch die Schulen informiere von den Kindern. Sagst du uns nochmal genau, um was es geht, um welche Erkrankung? Ich habe ALS. Das erklärst du uns bitte auch nochmal? Das ist eine unheilbare Nervenentzündung, die dazu führt, dass mein gesamter Körper gelähmt wird. Nach und nach. Die Diagnose ist noch gar nicht so alt? Nee. Die war erst vom 5. Mai. 5. Mai, ja, diesen Jahres. Schlimmstenfalls, wenn das vielleicht noch, ich habe dich das vor ein paar Monaten auch gefragt, aber vielleicht auch für die Zuschauer, die da nicht dabei waren, schlimmstenfalls, wie verläuft die Entwicklung dieser Erkrankung? Also schlimmstenfalls, also wenn ich gelähmt werde, dass ich nur noch die Augen bewegen kann und mehr nicht. Na, es kann auch sein, dass ich dran ersticke, weil wird ja auch meine Atmungsmuskulatur gelähmt dadurch. Und wo ich jetzt im Krankenhaus war, am 29. Juli, da wurden noch mal ein paar Untersuchungen gemacht, haben wir uns eigentlich schon intensiv über die künstliche Beatmung unterhalten. Die wird also eventuell in 2 oder 3 Monaten anstehen. Also der Zustand hat sich doch sehr schnell verschlechtert jetzt. Oh ja, massiv. Massiv. Laufen kann ich gar nicht mehr. Ja, das bedeutet, du liegst immer im Bett oder sitzt im Rollstuhl? Ich liege hier auf der Couch im Wohnzimmer, gucke Fernsehen, lese oder ich lasse mich im Rollstuhl am Computer ranfahren. Hast du schon? Dass ich da noch ein bisschen was machen kann. Ja. Mehr ist nicht mehr drin. Hast du Schmerzen? Nö, überhaupt nicht. Überhaupt keine Schmerzen, nicht. Aber du hast einfach nicht die Kraft, du kannst dich nicht so bewegen, wie du dich gerne bewegen würdest wollen. Geht nicht von alleine. Absolut nicht. Theoretisch wäre ich ja noch lange dazu, aber die Muskeln spielen nicht mit, weil die Befehle nicht ankommen von Nerven. Dass sich das Bein oder der Arm
in einer bestimmten Richtung bewegen soll. Das ist eben das Problem bei allem. Und man kann mit Medikamenten nichts machen? Nee, man kann mit Medikamenten das nur hinauszögern. Das heißt, du nimmst dann schon Medikamente ein? Oh ja, sehr teure so, ja. Die kosten im Monat alles zusammen fast 1000 Euro. Kannst du die denn vertragen? Jo. Ja. Damit habe ich eigentlich kein Problem. So, jetzt haben wir, wenn ich mich recht erinnere, im Juni darüber gesprochen, über die Frage, sollst du deinen Kindern erzählen, dass du so schwer krank bist? Ja. Berichte mal, wie es weitergegangen ist. Ja, ich habe es erzählt dann. Wie viele Kinder, vielleicht nochmal kurz, wie viele Kinder hast du? Zwei Kinder habe ich. Und wie alt sind die? Sie sind jetzt 16 und 17. 16 und 17, zwei Jungs, genauso. Ja. Du hast es den Jungs erzählt? Ja, ich habe es ihnen erzählt, auf einer Art knallhart. Auf der anderen Art auch nachher mit durch die rosa-rote Brille noch. Das heißt? Ich habe klipp und klar gesagt, also ich habe ALS. Mein Kleiner wusste sofort Bescheid. Der wusste sofort Bescheid? Ja, der hat mit mir damals den Bericht gesehen im Fernsehen. Ach so. Wo es über die Krankheit kam. Du wohnst mit den beiden Jungs alleine zusammen, ne? Ja, ich bin geschieden und wohne mit den Jungs zusammen. Also der Kleine, was heißt der Kleine? Also der 16-Jährige, der wusste Bescheid? Der wusste sofort Bescheid. Der Große nicht, aber der hat nachher, habe ich auch gleich gesagt, also im schlimmsten Fall kann ich nur noch die Augen bewegen. Im besten Fall vielleicht noch den Kopf. Dann habe ich natürlich angefangen mit der rosa-roten Brille. Ich sage, vielleicht habe ich sogar noch das Glück, dass ich ein oder zwei Finger bewegen kann, womit man eventuell einen Joystick steuern kann, um alles zu bewältigen. Ja, dennoch, das heißt auch klipp und klar gesagt, ich will auf jeden Fall, dass die mich pflegen später. Wozu gibt es einen Pflegedienst? Die haben ihr Leben, ich habe mein Leben. Mein Leben sieht zwar jetzt ein bisschen anders aus als vorher. Ich muss dich mal fragen, ich habe es akustisch nicht verstanden. Hast du gesagt, du möchtest auf keinen Fall, dass die Jungs dich pflegen? Ja. So. Wie haben denn die Jungs reagiert auf all das, was du gesagt hast und als es dann ausgesprochen war? Ja, wie haben sie reagiert? Eigentlich so groß ja nicht. Mein Großer hat das gesagt, weil ich dann auch noch gesagt habe, du kennst doch den Stephen Hawkins und der hat das Gleiche wie ich. Und dann kam erstmal die Reaktion von meinem Großen, den kannst du wohl nicht mehr sprechen. Da habe ich gesagt, nee. Ja, und der ist dann in sein Zimmer gegangen. Den habe ich dann abends erst wieder gesehen, kam er erst wieder raus. Fällt dir das Sprechen jetzt auch schon schwer? Oh ja, ganz schön gewaltig. Achso, das heißt, du musst dich auch... Wenn ich ganz normal schnell sprechen will, dann kriege ich die Wörter teilweise gar nicht raus oder verhaspele mich dermaßen. Also dieses Gespräch ist auch schon anstrengend für dich. Ja. Jetzt sind einige Wochen vergangen, dass du deinen Jungs das gesagt hast und dein Zustand hat sich verschlechtert. Oh ja. Wie, du hast vorhin gesagt, du wolltest nicht, dass die Jungs dich pflegen. Nee. Ist es dabei geblieben oder helfen die Jungs dir schon jetzt? Die helfen schon. Die mussten ja jetzt erstmal sowieso helfen, bis der Pflegedienst jetzt kam. Das geht jetzt erst seit dem 1. September. Ach, der Pflegedienst kommt erst seit 1. September und vorher haben die Jungs das gemacht? Vorher haben die Jungs mitgeholfen, haben mir Essen gemacht und alles. Und meine Eltern, die kamen dann früh immer, dass ich auch frühstücken kann. Denn ich kann nicht mehr aufstehen und mir was machen. Allein aufstehen ist nicht möglich. Kannst du denn alleine? Nee, du kannst dann auch nicht zur Toilette alleine. Nee, da brauche ich jemanden, der mir einen Rollstuhl setzt und dorthin fährt. Und haben das bisher die Jungs auch gemacht? Das hat bisher mein Junge gemacht, ja, mein Großer. Das heißt, der Kleine hat es einmal gemacht, der kann es nicht. Das heißt, der Große hat dich auf die Toilette gesetzt? Nee, das konnte ich alleine. Ich habe mich dann am Türrahmen abgestützt. Ja. Dass ich aufstehen konnte und bin dann die 50 Zentimeter zur Toilette hingetrappelt. Ja. Ich frage jetzt mal ganz indiskret, weil das ist ja dann auch ein unter Umständen ein großes Problem. Wenn dann das Geschäft erledigt war, konntest du dir selbst den Po abwischen oder musste der Junge das machen? Nee, das habe ich noch selber gemacht. Das konntest du dann noch? Ja. Wäre dir das peinlich gewesen, wenn der Junge das hätte machen? Oh ja. Aber ganz gewaltig. Das ist dann beim Pflegedienst schon was anderes, weil das ein fremder Mensch ist? Ja. Ja. Ja, jetzt. Wie ist denn jetzt so in der Familie die Stimmung zwischen euch? Zwischen euch dreien vor allen Dingen?
also hier zu Hause, wir haben beschlossen, wir werden nichts ändern im Umgang miteinander, weil das bringt nichts. Wenn die nachher bloß auch, ist der so krank und so, das würde mich selber nur runterziehen. Deswegen haben wir da im Umgang nichts geändert. Also wir machen unsere Scherze, alles so wie vorher. Bloß eben meine Eltern hat es schwer getroffen, wo die es erfahren haben. Die haben es ja nun von der Ärztin erfahren, weil ich nicht in der Lage war, denen das zu sagen. Ich erinnere mich, das hattest du damals vor, ne? Dass die Eltern das von der Ärztin erfahren sollten. Ja, ich weiß. Ja, meine Ex-Frau, der habe ich ja auch den gleichen Tag noch gesagt. Und meine ehemaligen Schwiegereltern, die waren natürlich auch geschockt. Die haben es noch nicht verdaut. Du wirkst, wenn ich das mal so sagen darf, in all diesem schweren Schicksal, in dem du jetzt steckst, wirkst relativ gefasst. Ja, mir bleibt ja eigentlich auch gar nicht anders übrig. Also ich habe meine Zeit lang mit meinem Schicksal gehadert. Mir sagt, warum ausgerechnet ich und so. Aber da habe ich ganz schnell wieder aufgegeben, weil das bringt nichts. Da habe ich gemerkt, da war ich launisch und eigentlich auch ungerecht den Kindern gegenüber. Ja. Das bringt nichts. Also im Moment. Mir selber schadet es auch, weil ich dann nur da sitze und den ganzen Tag drüber grüble. Und das bringt nichts. Du bist ja gezwungen, den ganzen Tag im Bett zu liegen oder auf dem Sessel zu sitzen oder. Ja. Und wie verbringst du so die Tage, den ganzen Tag? Entweder gucke ich Fernsehen oder ich lese. Das geht noch. Ja, das geht noch. Oder ich lasse mich eben am Computer sitzen, dass ich da ein bisschen was machen kann. Das sind so, du surfst dann im Internet? Nee, Internet habe ich leider nicht. Im Moment übersetze ich mir gerade ein Programm, also ein Handbuch von einem Programm, dass ich das wenigstens noch in Deutsch habe, solange wie ich noch einigermaßen tippen kann. Ja. Und schreiben kann ich auch nicht mehr. Was ist das? Gerade mal noch meinen Namen zu schreiben, mehr als nicht drin. Was ist deine größte Angst? Meine größte Angst ist, wenn nachher die künstliche Beatmung ansteht, dass die das vielleicht ja bald schnell gehen muss, bei vollem Bewusstsein machen. Das habe ich nicht ganz verstanden, dass die. Ja, wenn der Luftröhrenschnitt gemacht werden muss. Ach so. Muss der Luftröhrenschnitt gemacht werden, Schlauch angeschlossen, Beatmungsmaschine. Dass das vielleicht, was bei mir vielleicht die Atmung hier versagt irgendwann, dass das dann eben schnell gemacht werden muss und das bei vollem Bewusstsein. Das wäre eine Horrorvorstellung für mich. Ja. Wenn man so schwer krank ist, dann muss man sich ja zwangsläufig mit dem Sterben und mit dem Tod auch beschäftigen. Ja. Ja, das sage ich auch schon. Also meinen Jungs habe ich schon gesagt, wie ich es später haben möchte. Wie möchtest du es haben? Ich möchte am liebsten wärme, wenn ich verbrannt werde und meine Asche auf eine Wiese verstreut wird. Das wäre mir am liebsten. Hast du Angst vor dem Sterben? Vor dem Sterben, ja. Vom Tod nicht. Das verstehe ich. Das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Natürlich, das sind absolut verschiedene Sachen, ja. Hat irgendein Arzt sich dazu herabgelassen oder darauf eingelassen, dir eine Prognose zu sagen? Nee, ich habe sie ja direkt angesprochen. Das sagt keiner. Nee, die haben alle gesagt, das kann man nicht sagen, das kann zwischen einem halben Jahr dauern und 3 Jahre, bis man komplett gelähmt wird und beatmet werden muss. Im Durchschnitt, was ich so gesehen habe und gelesen habe im Internet, leben die Leute im Durchschnitt 10 Jahre. Es gibt natürlich Leute, die 30, 40 Jahre damit leben. Niemand, die bloß 10 Jahre damit leben, die wollen nachher auch nicht mehr. Die geben irgendwie von selber auf. Ich habe es gerade am Anfang nicht richtig verstanden. Es kann auch eine Folgeerscheinung dieser Erkrankung sein, dass du erblindest? Nee. Das nicht? Nee, das nicht. Das wird hoffentlich nicht passieren. Nein, also Gottes Willen. Nicht. Noch nicht gehört. Nein, ich wollte es auch nur fragen. Um Gottes Willen, nein. Ich weiß das nicht. Hast du einen großen Wunsch, Volker? Ich hätte mehrere Wünsche. Erzähl mal. Die man hat. Ja.
Es mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber eigentlich habe ich immer noch vor, mich vielleicht ja noch selbstständig zu machen. Hm. Als was? Na, im Bereich Computer. Ah ja. Weil ich gerade lerne, weil mich das jetzt interessiert, so 3D-Computeranimation. Hm. Das interessiert mich, das lerne ich zurzeit auch gerade. Du hast gerade gesagt, dass du gar nicht mehr so richtig tippen kannst. Ist das nicht nötig? Da ist schon nötig, aber braucht man teilweise bloß einen Zahlenblock was eingeben. Verstehe. Mhm. Das Schwierige ist mit der Maus umzugehen. Mhm. Aber das braucht man zum Teil auch nicht. Man braucht bloß einen Punkt zu setzen und dann kann man den per Zahlenkombination an einen bestimmten Platz hinsetzen, wo man ihn haben will. Weißt du, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen irreal klingt, wenn man so schwer krank ist, so einen Wunsch zu haben, finde ich das dennoch ausgesprochen gut und bemerkenswert und toll, dass du diesen Wunsch hast. Weil das zeigt dir, dass du eine große Lebensfreude und Lebensenergie hast. Ja. Und je mehr Lebensenergie und Lebensfreude jemand hat, desto schwerer hat es auch eine schwere Krankheit. Ja. Ich habe da auch schon zu meinen Kindern gesagt, ich muss jetzt erstmal lernen, mein Leben neu zu leben. Mhm. Ich auf das konzentrieren, was ich noch kann. Verstehe, genauso muss man es auch sehen. Anders sein als eben andere. Ja. Lieber Volker, ich freue mich sehr, dass du nochmal angerufen hast. Ja. Obwohl die Nachrichten jetzt traurig waren, aber sie waren auch in einer gewissen Weise zuversichtlich. Ja. Ich freue mich, dass deine Kinder so reagiert haben, dass du gut aufgehoben bist im Kreise deiner Familie und dann, dass deine beiden Jungs zu dir stehen. Und wünsche dir von ganzem Herzen, dass du noch lange relativ gut leben wirst können. Und vor allen Dingen, dass du dir deinen Wunsch erfüllen kannst, dass du an deinem PCs basteln kannst. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich sehr. Und aber eine Frage habe ich mal kurz noch. Weil wegen Autogramm, das habe ich ja vorhin schon geregelt. Mhm. Aber mich würde mal interessieren, vielleicht mal ein Foto von deinem gesamten Team. Ja. Wer so alles dahinter steht, dass mal da noch ein Foto beigelegt wird. Wir gucken mal, also wir haben kein ganz aktuelles, aber irgendwas kann man vielleicht zumindest von einigen Leuten auftreiben. Würden wir dir auch sehr gerne zuschicken. Ja. Du grüßt herzlich deine Jungs von mir. Ja, das mache ich. Und wünsche von Herzen alles Liebe und alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören, Volker. Tschüss. Ja, tschüss. Und hier ist die Sandra und Sandra ist 25. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sandra, was ist dein Thema? Ich habe ein Problem und zwar letztes Wochenende hat mein Freund eine Gartenparty gegeben und ich habe etwas zu viel getrunken und habe mit einem Mann rumgeschäkert und kann mich aber nichts mehr erinnern, weil ich einen Filmriss hatte und mein Freund hat mit mir heute deswegen Schluss gemacht. Ach du lieber Himmel. Ja. Wie lange ist er denn schon dein Freund gewesen? 6 Jahre. 6 Jahre? Ist ja nun verdammt lange. Das ist lang und wir haben auch viel miteinander durchgemacht. Und wegen einer einzigen Geschichte, die du im Suff gemacht hast, macht der Schluss? Es war eine sehr offizielle Party, muss ich dazu sagen, auch mit seinen Eltern und sehr wichtigen Bekannten, die mir alle sehr am Herzen lagen und die jetzt alle kollektiv auf mich böse sind. Ah, aber du musst doch irgendwie von irgendjemandem rausgekriegt haben, was du gemacht hast. Ja, also ich habe mich mit einem netten Mann unterhalten, das weiß ich auch noch. Und kanntest du diesen Mann vorher schon? Nein, nee. Nein, ich fand der einfach interessant aus, ich wollte mal wissen, wie er heißt und so weiter. Mhm. Und ja, und ich habe ihm wohl dann so die Hände auf den Nacken gelegt und so ein bisschen mich an ihn gewärmt und so gekuschelt und das war eben total unangemessen für diesen Rahmen und natürlich auch für mich, weil ich ja einen Freund habe und die Bekannte von, die dort war, ist eben mit dem zusammen gewesen und die war natürlich dementsprechend pikiert darüber. Und dein Freund war auch anwesend? Ja, genau. Der war anwesend und die Eltern des Freundes waren auch anwesend? Ja, genau. Eine sehr offizielle Party. Mhm. Ja. Und ich kann mich eben ganz wenig erinnern, weil, wie gesagt, Filmriss und das ist eben auch eigentlich nicht meine Art. Und seine Eltern denken jetzt natürlich, dass das so zu mir aber gehört. Was ist denn noch weiter passiert? Du hast die Arme auf ihn gelegt und dann? Ja, wohl nichts mit Knutschen oder so oder Gefummel, aber ich habe wohl richtig mit ihm gekuschelt. Aber im Stehen irgendwo im Garten? Wir haben am Tisch gesessen draußen und ich habe mich dann
so quasi an ihm, ja, an ihn gelehnt. Und wie bist du dann nach Hause gekommen? Wer hat dich nach Hause gebracht? Ich habe bei meinem Freund geschlafen und... Da in dem Haus, oder was? Ja, genau. Und ich habe halt auch mich da nicht weiterhin wohl auch nicht gut benommen. Ich habe da wohl ihn, also wir... war schlecht und ich habe mich dann noch ein paar Mal in sein Bett erbrochen. Das fand ich dann auch nicht so lustig. Ja, allgemein war es so eine sehr demütigende Geschichte. Achso, du bist dann nachts zu ihm in sein Bett mitgegangen und hast dann in sein Bett gekotzt. Ja, was heißt gegangen? Also ich. Man hat dich da hingetragen oder so. Hingeschliffen. Und am anderen Morgen wusstest du kaum mehr was. Gar nicht mehr. Mein Freund hat nur gesagt, es ist Schluss. Neigst du denn zum Koma trinken? Gar nicht, nein. Ich hatte, wie kann das denn passieren dann, Mann? Ich verstehe mich jetzt. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Ich weiß nicht, was da gewesen ist. Ich habe vorher auch etwas gegessen. Man sagt ja immer, dass das sonst zu sehr wirkt. Aber ich verstehe mich nicht und ich verstehe auch nicht die ganze Situation. Kann mir niemand erklären. In diesen ganzen 6 Jahren ist zum ersten Mal sowas Gravierendes vorgefallen? Sowas Gravierendes, genau, ja. Aber etwas weniger Gravierendes ist auch schon mal vorgefallen? Ja, es gibt immer so Eifersüchteleien, aber wohl auf beiden Seiten und... Hast du schon mal irgendwas gehabt mit einem anderen Typ währenddessen? Während der Zeit? Ja. Nein, also nichts, keine Affäre. Sondern? Aber das ist also alles Dinge, die mein Freund weiß. Liegen die lange zurück schon? Ja. Und das war auch nur eine Sache. Die waren auch vergeben und vergessen? Er hat es immer gesagt, aber man spürt das natürlich in der Beziehung immer noch, ob irgendwas da auflodert und ob die Eifersuchtgrund ist. War das schon so ein bisschen Wunderpunkt? Auf jeden Fall. Aber und dann machst du sowas? Ja, ich mach sowas, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und, hast du dich entschuldigt bei ihm? Ich habe mich bei allen entschuldigt, die es irgendwie angegangen ist, aber ich glaube, es hat nicht gereicht, weil sein Vater hat mir ganz deutlich gesagt, dass ich jetzt da unerwünscht bin und es tut mir sehr weh, weil ich die Eltern total mag und lieb habe und ja, das ist jetzt alles vorbei. Das klingt ja so dramatisch, als hättest du da noch irgendetwas getan, von dem du vielleicht gar nicht weißt. Ich meine, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist nicht schön, ist unappetitlich und ist nicht angesagt, klar. Aber so zu dramatisch zu reagieren darauf? Ja, es ist eben eine Demütigung für meinen Freund gewesen. Klar, so. Na klar. Und er hat wohl zu mir auch gesagt, lass die Finger von dem und ich habe den dann wohl nochmal extra umarmt, um ihn irgendwie zu provozieren. Mhm. Soll ich gemacht haben. Und jetzt denken alle, ich hätte ihn von vornherein provozieren wollen. Und so, jetzt haben die Schwiegereltern... Ich hätte da keinen Grund gehabt. Die Schwiegereltern haben dich rausgeschmissen und er hat gesagt, Schluss aus, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ja, nee, er meinte, wir können auch gute Freunde bleiben. Ja, hallo. Das ist ziemlich hart. Also ich find, wann war dieser Vorfall? Letztes Wochenende. Letztes Wochenende. Oh weia, das ist schwer. Da kannst du eigentlich nur darauf hoffen, dass er auf dich zukommt. Wenn du dich 100.000 Mal entschuldigt hast, wenn du dich auch bei der... Ja, ich weiß nicht, ob ich mich genug entschuldigt habe. Ich weiß nicht, ob ich mich genug bei den Eltern entschuldigt habe. Ich weiß nicht, was soll ich machen? Hast du dich denn verbal bei den Eltern entschuldigt? Direkt an dem Tag, ja. Ja, dann würde ich es nochmal... Nicht direkt an dem Tag. So, dann würde ich es nochmal machen. Und wenn du Angst hast, da nochmal hinzugehen, dann würde ich da aber einen ganz, ganz sachlichen und tollen, ich sage dir, einen sehr guten Brief schreiben. Und Asche auf mein Haupt schütten. Und bei ihm auch nochmal. Und da musst du abwarten, wie die Gegenseite reagiert. Ich kann jetzt nicht abwarten, ich muss Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Liebe Sandra, in diesem Sinne, alles Liebe. Ja, tschüss. Danke. In der Technik heute Nacht Uwe Petersen und Patricia Unger. Wir sind am Montag wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und